Guten Morgen. Heute ist schon Mittwoch. Und Sonntag ist schon Heiligabend. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Steht dein Tannenbaum schon? Ja? Wie dekorierst du denn deinen Tannenbaum? Mit Spielzeug oder mit Essbarem oder mit Kugeln? Oder erzähl mal. Ach, wie gerne würde ich doch bei dir gucken kommen. Ich habe nämlich keinen Tannenbaum, weil ich fahre ja weg über Weihnachten. Und da ich ja hier sowieso alleine bin, gibt es hier auch dementsprechend keinen Tannenbaum. Ich habe mir nur ein Adventsgesteck gekauft. Ja. Darum freue ich mich immer, wenn die Leute bei Facebook, oh wie schön, wenn die Leute bei Facebook ihre ganzen Tannenbäume posten, ich dann immer denke, wie schön das ist. Aber ich muss ja sagen, ich feiere ja auch unterm Tannenbaum. So ist ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf der Parkbank Heiligabend verbringe. Da, wo ich bin, gibt es auch einen Tannenbaum. Aber meine Kugeln, also ich habe normalerweise champagnerfarbene Kugeln am Tannenbaum, die bleiben dies Jahr auf dem Dachboden, nebst dem Tannenbaumständer, weil brauche ich gar nicht. So. Embellishments, ich freue mich. Da gibt es wieder schöne, viele. Die kann man übrigens auch schön anmalen, ne? Mit unserer Farbe, mit der Stempelfarbe. Entweder mit einem Schwämmchen oder ja, mit den Fingerschwämmchen oder mit dem Stift. Kann man die schön bunt anmalen. In Wagenfarben. In der Farbe, die man da gerade so braucht. Ja. Sehr schön. Vielen Dank und ich wünsche euch und dir einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss.